Servus Leute und willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Luca und wir sind heute mal in der heimischen Kommandozentrale. Das soll ein kleines Infovideo sein zum Inhalt, der in nächster Zeit auf diesem Kanal kommen wird, aber nicht abschrecken lassen, das wird wirklich sehr interessant. Der Inhalt auf diesem Kanal ist ja sehr motorsportlastig. Einstieg in den Motorsport, wie komme ich in den Motorsport, manchmal auch ein bisschen was kostet das. Und passend dazu rief mich letztens der Peter Haarhoff an. Peter ist Mitglied in der RCN-Orga und auch in der Scuderia Augustusburg Brühl. Kennen vielleicht einige von euch, die veranstalten die Rallye Köln-Ahrweiler und ein paar RCN und einen GLP-Lauf. Und dieser Motorsportverein setzt auch einige Autos selber ein. Und dieses Team werde ich in dieser Saison etwas begleiten. Was heißt begleiten? Ja, aktuell bauen die noch ein, zwei Autos auf für eine neue Klasse. Da komme ich gleich noch drauf. Und genau, das ganze Team werde ich komplett begleiten. Die Autos sind kurz vor der Fertigstellung. Da schauen wir aber nochmal drüber. Da muss ein Wagenpass beantragt werden, um im Motorsport fahren zu können. Diese Wagenpassbeantragung werden wir komplett begleiten. Was kostet das? Was muss man damit überhaupt machen oder dafür überhaupt machen? Und all sowas, dann kriegt der Wagen natürlich ein Rollout. Da werden wir bei sein. Der wird dann RCN fahren, da werden wir auch bei sein. Und zwar mit einer Akkreditierung richtig. Also ganz nah von der Strecke direkt. Mit Onboards, mit Außenaufnahmen, mit Interviews mit den Fahrern. Die sollen auch nicht zu kurz kommen. Es soll alles sehr transparent gehalten werden. Was kostet das und was muss ich dafür machen? Wie komme ich da dran? An wen kann ich mich wenden? All sowas. Genau. Dann zur neuen Klasse. Die RCN FY. Klasse F kennen vielleicht einige von euch. Und dazu kommt jetzt noch das Y. Was heißt das im Groben? Weil genau kommen wir da in einem separaten Video auch noch zu. FY heißt für Fahrer von 18 bis 25 Jahren, also richtige Einsteigerklasse, maximal 1,4 Liter Hubraum, das müssten so irgendwie ungefähr 105 PS sein, also sowas wie Polo 9N, Skoda Fabia, und damit kann man schon richtig Spaß auf der Nordschleife haben und das auch sehr günstig. Wie günstig? Wie gesagt, da kommen wir wirklich komplett sehr transparent drauf und ja, wie gesagt, zu der Klasse kommen noch dann auch Videos zu und da werde ich so ein bisschen Klassenbotschafter zu werden. Also wirklich von A bis Z alles dazu in feiner Abstimmung mit der RCN selber. Also eine richtig, richtig coole Kooperation, die uns auch allen viele Möglichkeiten bietet. Solltet ihr irgendwelche Fragen haben, sofort damit in die Kommentare. Da sitze ich dann wirklich mal richtig an der Quelle. Genau. Und das wird in der nächsten Zeit kommen, dann werde ich natürlich auch selber Touris fahren und das auch mal filmen, vielleicht nochmal an der einen oder anderen Marshall-Vlog, man weiß es nicht, all Mögliches. Ich hoffe, ihr habt da genauso viel Bock drauf wie ich. Ich freue mich über diese Möglichkeit wirklich sehr und wenn ihr nichts verpassen wollt, solltet ihr unbedingt auf Abonnieren drücken, das ist gratis und wenn ihr die Glocke daneben noch drückt, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn ich Videos hochlade. Ja, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Und sagt bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao!